Moin, liebe Leute, ich wollte mit euch über ein Thema reden, was mir schon länger auf der Seele brennt. Ich habe mir oft die Frage gestellt, soll ich Comedian werden? Soll ich ein Comedy-Programm schreiben, was nur auf mir und meiner Behinderung beruht und vielleicht auch ein paar anderen Behinderungen, was natürlich von den Gags her dann hart wäre, aber es wäre natürlich lustig, weil ich ja selbst eine Behinderung habe und ich mich dann über mich selber lustig machen würde. Ein Spast, der sozusagen lustig ist. Nein, also ich war in Kiel bei der Show von Kristall und es war der Hammer. Ich habe nur gelacht, es war super witzig. Mehr dazu in diesem Video hier. Seht ihr da oben irgendwo in der Infokarte. Er macht ja auch sehr viele Witze für Behinderte. Ja, das berühmte, darf er das? Ja, meiner Meinung nach darf er das. Denn es ist völlig normal und es ist völlig legitim und es muss auch so sein, dass auch darüber Witze gemacht werden. Es darf auch hart sein. Solange der Gegenüber das versteht und der die Witze macht, es nur in gewisser Weise ernst meint und mich so weit, wie sein Humor geht und nicht seine persönliche Verletzung. Wenn es verletzend wird und wenn es auch von ihm verletzend gemeint ist, ist natürlich nicht mehr in Ordnung, das ist klar. Aber Leute, die Humor haben und die Humor beweisen in der Richtung, die sind vollkommen in Ordnung. Und so einer ist Kristall eben auch. Und deswegen ist er mir total sympathisch. Ich mag ihn. So, aber jetzt habe ich mir die Frage gestellt, soll ich ein Comedy-Programm schreiben? Soll ich selber Comedy machen? Comedy. Denn ich lache sehr viel und ich lache sehr viel über Situationen, die mir passieren in Bezug auf meine Behinderung. Ja. Deswegen habe ich mir auf die Frage gestellt. Was meint ihr? Würde das Sinn machen? Würde das ankommen? Ein beeinträchtigter Mensch, der Witze über Behinderungen macht und über beeinträchtigte Menschen? Oder würde das nicht ankommen? Was seid ihr für ein Typ? Lacht ihr darüber? Oder denkt ihr, Mensch, das geht zu weit, das ist zu hart? Ich selber würde es feiern und bin, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade an ein paar Entwürfen eines Programms dran, was sich natürlich noch in Anfängen befindet, aber ich erlebe immer wieder Sachen, aus denen ich Gags bauen kann und auch baue. Ja, einfach mal eure Meinung reinhauen in die Kommentare. Was sagt ihr, soll ich es machen? Würdet ihr das feiern, wenn ich irgendein Format hier auf dem Kanal mache, wo ich quasi entweder ich selbst bin und irgendwelche Sachen erzähle, die was mit Comedy zu tun haben, also irgendein Comedy-Format? Oder soll ich in eine Rolle schlüpfen, die dann irgendwie lustig ist und da ein Comedy-Format draus machen? Oder wie gesagt, soll ich an diesem Programm weiter schreiben oder. Haut mal eure Meinung rein, ich bin sehr gespannt. Vielleicht auch mal ein bisschen Tipps geben, was ihr so denkt, was in Ordnung ist und was nicht. Bis demnächst irgendwann mal und ja, abonniert meinen Kanal, da noch meinen Hauptkanal abonnieren und da noch die letzten beiden Videos. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.